I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Go home. Take this party home. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen in meinem Auto. Ich fahre gerade nach Hause von der Arbeit. Ich fahre gerade mal wieder im Büro. Aktuell bin ich nur einmal die Woche im Büro. Von daher Highlight meiner Woche, würde ich mal sagen. Genau, ich gehe jetzt noch eben tanken und dann fahre ich nach Hause. Ich habe noch ungefähr eine Stunde Fahrt vor mir, ist immer ein kleines Stückchen bis zur Arbeit. Und danach mache ich Yoga heute Abend. Ich freue mich schon drauf, Wetter ist wunderschön heute. Also echt richtig genossen das Wetter. Ich war viel zu warm angezogen, aber war ein richtig schöner Tag. Am Wochenende soll es ein bisschen schlechter werden, von daher habe ich es heute nochmal richtig genossen. So, ich gehe jetzt erstmal tanken und dann sprechen wir uns gleich nochmal. Endlich die Maske loswerden. See. Let's go. Leider ist mein Akku von meiner Kamera leer. Ich habe echt gut geplant für heute. Deshalb liegt ihr jetzt hier auf meinem Beifahrersitz, weil ihr hängt am kürzesten Kabel der Welt. Aber irgendwie muss das ja klappen hier. So. Es ist jetzt 10 nach 5. Ich habe den Yogakurs gebucht um 6:30. Von daher muss ich mich ein bisschen ranhalten, wenn ich gleich zu Hause ankomme, dass ich nicht zu spät da bin. Aber eigentlich ein schöner Winkel, weil ihr seht den blauen Himmel. Heute ist wirklich ein schönes Wetter gewesen. Ja, ich bin einfach so froh, dass ich aktuell einmal die Woche zur Arbeit fahren kann. Wenigstens einmal die Woche meine Kollegen sehen kann. Auch wenn es nur mit Maske und auf Abstand und so weiter ist, freue ich mich einfach immer die Gesichter zu sehen. Wirklich schön. Und dann noch bei diesem Wetter heute. Wirklich herrlich, richtig schöner Tag. Beim letzte Woche war noch Schnee da. Also kann man sich jetzt fast gar nicht mehr vorstellen, dass letzte Woche einfach mal 35 Grad weniger waren als heute. Oder wenn ich, nee, sogar mehr. Ich glaube, wir waren bei minus 18 oder so, war so das Kälteste mit Schnee. Und heute haben wir, ich glaube, 21 Grad gehabt. Jetzt gerade sind es 19,5. Ja, ich glaube, 21 Grad hatten wir heute. Also krasser Unterschied. Ja, Schnee war richtig schön. Ich habe das auch genossen, die Zeit irgendwie auch mit den Nichten und Neffen so ein bisschen nach draußen zu gehen. Aber ich muss sagen, Frühling, warme Temperaturen, Sonne und so hat doch nochmal einen ganz anderen Effekt. Also hat alles so sein Schönes, aber... ja, ich muss sagen, das ist mehr mein Wetter. Ich liebe den Frühling. So, von daher, ich mache jetzt mal mein Hörbuch an und würde sagen, flitze dann nach Hause. Oder vielleicht höre ich auch einen Podcast. Ich schaue mal, worauf ich Lust habe, was es gerade so an neuen Podcasts gibt von den Podcast-Sendern, sagt man das so? Von den Podcasts, denen ich so folge. Und dann schauen wir mal. Started talking about entitlement and
This is a topic I knew, I think both of us knew that we wanted to bring on to the podcast because this is something we talk about all the time. I think the actual like definition is... Yeah, are you looking it up? Yeah, I'm actually looking it up. Okay, yeah, please do read the definition. Yeah, I'd love to hear. Entitlement, the fact of having a right to something. Exactly. A belief that one is inherently deserving or privileges or special treatment. I think this is a much more eloquent way to put it. Sweet Home. Ich werde mir mal eben schnell die Hände waschen, bevor wir hier irgendwas machen. Happy Birthday to you. Es geht doch nichts über saubere Hände, wenn man nach Hause kommt. So. Also, ich werde jetzt schon mal meinen Schmuck zum Teil abnehmen, meine Haare hochmachen, mich umziehen, weil es ist jetzt schon 10 nach und um halb fängt die Yogastunde über Zoom an. Ich mache heute ein Inside Flow bei Amy Norton. Die macht immer mittwochs aktuell Inside Flow. Und da heute Mittwoch ist, würde ich mal sagen, machen wir da heute mal mit. So, Haare sind schon mal oben. Dann schminke ich mich mal eben zumindest schon mal so halb ab. Und zwar benutze ich dafür so ein Mikrofaser-Handtuch. Ich glaube, die gibt es beim DM. Die habe ich, glaube ich, beim DM gekauft. Einmal mit heißem Wasser. Ich mache jetzt nur meine Haut, also ich schminke jetzt meine Augen noch nicht ab, sondern gehe einfach nur über meine Haut einmal drüber, dass ich einmal wenigstens meine Haut so ein bisschen atmen lassen kann, wenn ich gleich schwitze. So, einmal kurz alles abgeschmiert. Ein bisschen im Stress. Ein bisschen im Zeitdruck jetzt. So, schauen wir mal eben, was ich anziehe. Einmal Yoga-Klamotten raussuchen. Jetzt richte ich mir noch eben hier mein Yoga-Plätzchen ein. Und dann kann es auch gleich schon losgehen. Ich freue mich. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line. As long as you're moving with your heart, then that's the most important thing. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Cause we're das war anstrengend, aber es hat wirklich so gut getan heute. Ich habe echt gemerkt, dass ich das gebraucht habe. Besonders, weil ich heute ein bisschen spät von der Arbeit los bin, meine Sachen schnell zusammengepackt, schnell ins Auto gestiegen, schnell hier hingefahren und irgendwie alles so ein bisschen beschleunigt gemacht, dann schnell noch auf die Matte gesprungen, schnell umgezogen. Also es war alles so schnell, schnell, schnell heute. Von daher war Yoga gerade genau das Richtige zu einem super schönen Song, super schöner Flow. Ja, hab's total genossen und jetzt kann ich erst richtig in den Abend starten und merke, ich bin angekommen in meiner Wohnung und zu Hause und im Feierabend. Von daher, ich werde jetzt direkt mal schnell duschen gehen, weil ich gleich mit dem Hund raus muss. Der wartet nämlich da vorne schon. Ne, Bo? Und das Sofa sieht auch aus. Wie bei Hempels unterm Sofa sieht's aus, Bo. Deswegen werde ich jetzt mal schnell unter die Dusche springen, damit der kleine Hund gleich raus kann und seinen abendlichen Spaziergang bekommt und damit auch ich meinen abendlichen Spaziergang bekomme, weil das immer so unsere Routine ist, abends dann nochmal rauszugehen. Danach mache ich mir was zu essen,
Es ist schon ein bisschen spät dafür, aber heute, wie gesagt, Yoga war mir ein bisschen wichtiger, als jetzt früh zu essen. Normal esse ich so gegen 18 Uhr, aber heute, ja, alles ein bisschen später. Deshalb jetzt fix unter die Dusche. Bis gleich. And I guess because of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? So, da sind wir wieder. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile echt Hunger bekommen. Von daher werde ich mir jetzt mal was machen. Ich habe noch so eine Tiefkühl-Gemüsepfanne, die relativ schnell geht. Die mache ich mir jetzt und dann schaue ich mal, was ich noch so im Kühlschrank habe, was ich mir da noch mit reinmachen kann. Von daher würde ich sagen, kochen wir einmal los. So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe in fast allen meinen Videos immer aus wie der letzte Lump. Was soll's, das ist eine Abendroutine und wir wollen ja, dass es authentisch ist und auch genau das zeigt, wie es in meinem Leben so aussieht. Von daher, that's me, so sehe ich aus am Abend. So, ich habe mir jetzt noch einen Tee gemacht und werde es mir jetzt auf dem Sofa bequem machen mit meinem Hündchen, der liegt hier schon. Der wäre soweit schon bereit. Und dann werde ich jetzt gleich wahrscheinlich noch ein bisschen YouTube gucken, weil ich mich auch einfach sehr gerne inspirieren lasse. Also ich habe so einige Kanäle, denen ich folge, wo ich einfach ab und zu mal reinschaue und nach Inspiration suche. Wohin? Wohin des Weges? Oh, er holt sich seinen Kauknochen. Oh, wird das laut, Bo? Genau, was ich aber sagen wollte, ist, dass ich abends eigentlich immer die gleichen Sachen habe, die ich durchlaufe. Also mein Abschminken, Zähneputzen logischerweise, dann Yoga mache ich fast jeden Abend. Dann habe ich natürlich ein bisschen Entspannung, also chill gerne so ein bisschen auf der Couch abends rum und mache dann eigentlich nicht viel. Ich bin abends auch gerne mal auf meinem Handy unterwegs, schaue ein bisschen auf Instagram rum und so. Von daher, ein Teil davon habt ihr schon gesehen, von den Sachen, die ich abends so mache. Der restliche Teil folgt jetzt mit mir auf meiner Couch und mit meinem Hund, der gerade Wasser trinkt. Warst du durstig, Bu? Ja, Bu, hören Sie auf mich zu schlabbern. So, jetzt bin ich einmal voll aus dem Konzept gebracht. Voll die nasse Schnute vom Trinken, Bu. Geht. Ja, also ich werde mich jetzt aufs Sofa hauen, nehme mir mein Handy mit, also schaue ein bisschen auf Instagram und so weiter rum. Dann werde ich YouTube gucken und mal schauen, was ich da so finde heute. Und ich würde sagen, Chillerei startet genau jetzt. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. So, bevor ich jetzt gleich meine Zähne putzen gehe, mache ich noch eben schnell die Küche sauber. Das mache ich eigentlich jeden Abend, weil ich es nicht mag, morgens aufzustehen und dann noch eine schmutzige Küche zu haben oder irgendwie noch Gerüche vom Abendessen zuvor hier im Raum schwirren zu haben. Deshalb mache ich jetzt mal eben Küche sauber. Ist nicht viel. Ich räume einmal die Spülmaschine aus und die Sachen wieder ein, die ich jetzt benutzt habe. War, wie gesagt, waren 3-4 Sachen. Von daher machen wir das jetzt mal eben schnell fertig.
Ich habe mich gerade in meinen Schlafanzug geschmissen, lege mich jetzt ins Bett und mache noch den Abendteil von meinem 5-Minute-Journal auf meinem Handy. Das ist eine App, in der es um Dankbarkeit geht, also wo man morgens ein paar Fragen beantwortet und abends dann auch nochmal. Den Abendteil mache ich auch sehr gerne, weil ich einfach das Gefühl habe, dadurch kann ich nochmal den Tag so ein bisschen durchgehen und nochmal schauen, was für schöne Momente ich an dem Tag erlebt habe. Finde ich sehr schön, kann ich sehr empfehlen. Besonders am Abend nochmal so positiv über den Tag nachzudenken, finde ich super. In meiner Morgenroutine hatte ich das ja auch schon gezeigt. Also das ist quasi dann die Weiterführung von dem Ganzen. Danach stelle ich mein Handy dann ein paar Meter von meinem Bett entfernt, damit ich einfach abends nicht mehr drauf schaue und damit ich am nächsten Morgen aus dem Bett komme, weil mir hilft das einfach. Das habe ich vor einer Weile erst eingeführt, dass ich, wenn der Wecker klingelt, aufstehen muss, um den Wecker auszumachen, dann stehe ich. Bin schon aus meinem Bett raus. Wenn ich dann auch noch mein Bett mache, dann falle ich auch nicht wieder rein. Und das ist einfach so ein kleiner Trick, den man machen kann, um morgens noch besser aus dem Bett zu kommen. Ich gehe mal so zwischen 10 und 10:30 schlafen, damit ich meine 8 Stunden voll bekomme und am nächsten Morgen gegen 6 Uhr aufstehen kann. Ja, das wäre es dann eigentlich auch zu meiner Abendroutine. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, abonniere gerne meinen Kanal, um noch mehr von mir zu sehen. Und wenn du die Glocke aktivierst, bekommst du auch eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Mal mein Video hochlade. Ich lade jeden Sonntag Videos hoch, von daher kannst du auch gerne am Sonntag einfach auf meinem Kanal vorbeischauen und schauen, was es in der Woche Neues von mir gibt. Und somit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Rest deines Tages. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, gute Nacht. Und ciao!